Das war der typische Rafa-Abwehrball. Vorhand kurz cross aus dem Lauf. Kann ich nur jedem schwer empfehlen. Damit befreist du dich wieder aus jedem Ballwechsel. Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus, da drüben ist mein Spielpartner Kahn. Und im heutigen Video lernst du, wie du verteidigen kannst wie Rafael Nadal. Also, let's go! So, ohne Umschweife, es geht los. Du weißt wie immer, abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, teilen das Video. Die Übung sieht wie folgt aus. Kahn da drüben wird richtig aggressiv spielen. Ich werde versuchen zu verteidigen. Ich darf mich erst offensiv wehren, wenn er den Ball kürzer als T-Linie spielt. Bleibt er schön lang und setzt mich die ganze Zeit unter Druck, darf ich also nichts anderes machen, muss ich hoch mit Spin zurückspielen oder darf auch mal mit einem Slice verteidigen, aber ich darf nicht in die Gegenoffensive gehen. Sobald er aber kürzer wird, darf ich das. Ob das sinnvoll ist, werden wir sehen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Es sind übrigens 3 Grad, deswegen laufe ich auch in diesen lächerlichen Strumpfhosen rum. Also bitte in den Kommentaren nicht auslachen, das wäre dann Mobbing. Der Defensive spielt den Ball ein, der Offensive darf gleich machen, was er will. Volleys sind für ihn verboten, Stopps sowieso. Er muss nur Grundlinienschläge spielen und muss gucken, wie er mich beschäftigt. Los geht's! Nein! Oh, weiter, sorry. Schlecht. Da habe ich mich schön freigearbeitet. Aber war zu blöd, den vorhin Longline reinzuspielen. Ziel ist bei dem Spiel wirklich konstruktiv den Punkt aufzubauen und nicht mit dem erstbesten Ball, so wie er die ersten 10 Punkte, raufzugehen auf Winner. Du musst den Gegner ausbluten lassen und das ist das, was ich hoffentlich gleich mit ihm tun werde. Ihn links, rechts stundenlang ohne Fehler schicken, bis er einfach zusammenklappt. Mal gucken. Rasiert, oder? Aber er kriegt auch keine Länge rein. Er zwingt mich nicht dazu, von hinten zu spielen. Das ist noch zu wenig. Das ist natürlich der Witz bei der Sache, wenn ich einen Winkel spiele, einen schönen Winkel, der Richtung T-Linie fliegt, darf er natürlich Gegendruck machen, da muss ich dann aufpassen.
bin hier weggerutscht. Sah bestimmt nicht so motorisch geschmeidig aus. Vielleicht schneide ich es raus. Ein sehr riskanter Schlag. Nicht unbedingt so, wie man ihn statistisch prozenttennismäßig spielen sollte. Aber bei der hohen Führung dachte ich, jetzt knall ich ihm einfach mal einen rein. Hat funktioniert. Er hat Frust, Satz gewonnen, läuft. So, jetzt wird's richtig interessant. Der Offensive, also er hat jetzt drei Schläge quasi frei. In diesen drei Schlägen darf ich nur hoch und ohne Druck spielen. Er hat also diese drei Schläge Zeit, den Ballwechsel optimal vorzubereiten. Ab dem vierten Schlag ist alles erlaubt. Da darf er Stopp spielen, ans Netz gehen, aber auch ich darf dann alles machen. Wird er in den ersten drei Schlägen zu kurz, kürzer als T, darf auch ich wieder eröffnen und alles ist erlaubt. Also es wird sehr spannend. Wir nähern uns also immer mehr dem realen Match, dem Matchgeschehen und auch immer mehr der Rafa Nadal-Abwehr, denn ich werde zwischendurch erklären, wie er sich am besten befreit. Let's go! Das war der typische Rafa-Abwehrball. Vorhand kurz cross aus dem Lauf. Kann ich nur jedem schwer empfehlen. Damit befreist du dich wieder aus jedem Ballwechsel. War jetzt nicht unbedingt gut von ihm, aber wenn jemand so reinspielt wie ich, der dann auch aus der Bedrängnis heraus unangenehme Bälle spielt, das heißt mal einen fiesen Slice aufs Tee oder doch mal den langen hohen Spin, noch mal die Grundlinie erwischt, dann ist es einfach schwer, die Konzentration zu behalten, den Ball wieder druckvoll zu spielen, wieder noch mal einen reinzuspielen. Gerade bei diesen Verhältnissen mit schweren Bällen und nassem Platz und alles ist so langsam, du kannst keine richtigen Winner schlagen, da brauchst du Geduld, ja, ähnlich wie in den Videos Mondballspieler besiegen. Wenn ich dann aber die Gelegenheit hatte, dann habe ich es geschafft, durch fiese, kurze Slices ihn aus dem Konzept zu bringen, um dann auch in die Offensive zu kommen, weil er unter dem Ball muss. Und dann kann ich, wenn er den Spin spielt, von oben nehmen und dann eben selber Druck machen. Das ist mir ganz gut gelungen. Jetzt wechseln wir.
Also, er hat massiv die Taktik geändert. Nur reinspielen. Und das macht mir Probleme. Komm jetzt! Gerade noch gewonnen, aber ganz knapp. Er hat viel besser gespielt, viel mehr Bälle reingespielt und das ist das Nadal-mäßige, wovon ich spreche. Natürlich spielen wir beide nicht wie Nadal, ganz klar. Aber das Prinzip, den Ball sicher mit Spin aus jeder Ecke hoch reinzuspielen, das ist das Gleiche. Das Tempo ist wurscht. Natürlich spielt er das auf einem anderen Level, einem anderen Tempo, andere Intensität. Aber das Prinzip des sicheren Topspin-Abwehrballes ist das Gleiche. Und der Gegner muss einfach gegen Nadal jeden Punkt viermal machen. Und so war es jetzt auch hier. Also in dem Satz hat das wirklich äußerst unangenehm für mich gestaltet. Bin auch sehr frustriert, wie ich gespielt habe, habe nicht gut gespielt, aber das ist auch seiner Umstellung zu verdanken, den Ball dreimal mehr reinzuspielen. Und dann, ja, konnte ich aber am Ende doch noch gewinnen, weil ich mich zusammengerissen habe. Freue ich mich. Das war's von diesem Video. Bitte denkt dran zu teilen, zu kommentieren und zu liken. Gut für den YouTube-Algorithmus und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, vielleicht bei Minusgraden. Mal sehen. Ciao, ciao. Markus von Mein Tennis Game.